Ich bin eigentlich jeden Tag inspiriert von anderen jungen Menschen, die so krasse Sachen reißen. Ja, es beeindruckt mich einfach so stark, zu was meine Mitaktivistinnen alles fähig sind. Also diesen Druck erzeugen, das ist ja eigentlich total die Floskel. Letztendlich geht es darum, ein allgemeines Entrüstungsgefühl darzustellen. Und das ist eigentlich, was auf der Straße passiert. Die Entscheidungsträgerinnen treffen eben nicht die notwendigen Entscheidungen, um die Klimakrise aufzuhalten. Und dann braucht es eben eine große Gruppe Menschen auf der Straße, die ganz stark eben die Forderungen noch mal ins Parlament bringen und in die Gesellschaft bringen. Ganz konkret möchte ich eigentlich, dass wir 1,5 Grad einhalten. Das hört sich super abstrakt an, aber ich möchte mir eigentlich nicht vorstellen, wie das konkret aussieht, wenn wir die Klimakrise nicht aufhalten können. Und authentisch für die Einhaltung des 1,5 Grad-Ziels bedeutet, dass wir keinen Akteur voll endorsen oder voll unterstützen oder überhaupt unterstützen, bis er also einen Plan für die Einhaltung unserer Klimaziele vorlegen kann. Und abstrakter möchte ich, dass wir als junge Menschen wieder für politische Teilhabe kämpfen, dass das nicht abgeschrieben wird als Kinder, die wieder zur Schule gehen müssen, sondern dass wir als vollwertige Bürger in diese Demokratie gesehen werden. Und es kommt darauf an, dass wir die Geschichten erzählen, die einander verbinden. Und wenn ihr eine Geschichte habt, wo ihr denkt, das ist ungerecht, ich spüre diese Ungerechtigkeit, dann ist das, glaube ich, ein Punkt, wo wir einfach alle loslegen können und wo ihr alle anfangen könnt. Denn das vermittelt uns.